Willkommen zurück und wir fangen gleich an mit einer Runde Gwent. Gewinnt eine Partie? Na klar. Instead of chatting, why not a quick game of Gwent? Aber ich spiele mal wieder die nördlichen Königreiche, damit ich ihm ein paar Karten abknöpfe. Monsterspiel, gell? Sehr heldenreich und Tribock und Katapultreich. Gebe ich mal die Kälte auf. Kriege ich auch noch keinen. Naja, kein Spion dabei. Nicht das beste Blatt, das ich da habe. Der hat sehr viele Verdoppler. Okay. Ich kann da nichts ausrichten. Dann muss ich da leider passen. Diese zwei Finden, die bringen mir ungefähr mal gar nichts. Meine Katapulte einsetzen. Ganz schön frech. Nee, da mache ich keinen Stich. So nicht. Nicht mit dem Blatt. Das kann ich gleich mal aufgeben und dann probieren wir es gleich nochmal. The best diverse wares in Tucson at the best prices. Instead of chatting, you shan't find anything better in all Tucson. So, mal sehen, ob es jetzt geht. Ich glaube, die erste schenke ich ihm gleich. Hat ihn jetzt aber noch nicht viel gekostet, deswegen war es wahrscheinlich ein Blödsinn. Jetzt holt er sich nämlich auch zwei Karten extra. So geht's doch auch. Naja. Kommt er natürlich gleich wieder mit den Numen raus. Und die Vampire. Ey, wenn du da nichts hast, was ihm seine Nahkampfreihe zerstört, und jetzt hat er auch noch seinen Eredin, um das zu verdoppeln, dann bist du da ganz schön im Arsch.
Und die Spinnen auch noch. Ja, der verdoppelt das und dann hat er schon 102 mit der Reihe. Jetzt passt er auf einmal, na toll. Oh Mann. Was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich mir die holen mit der Karte, aber dann habe ich meinen Vorteil mit der Belagerungsreihe schon mal aufgegeben. Immerhin eine starke Heldenreihe. Weiß nicht, wie viele Doppler der dann noch hat. Momentan kann er mit dem Eredin. Warum hat er denn das nicht gemacht? Nur seinen einen Vampir doppeln. Okay, macht. Ja, das sind aber alles Heldenkarten. Das bringt ihm gar nicht so viel. Ich hätte eine von den anderen Bindungskarten mir zurückholen sollen. Ja, jetzt macht er das. Verzeihung. Ein Scorch wäre jetzt schlecht. Hier noch ein Greif. Mal schauen, ob es reicht. Noch, den Irriden hat er schon gespielt, ne? Ja genau, jetzt hat er noch einen Erdgenius, der bringt ihm jetzt aber auch nichts mehr. Hat er schlecht gespielt, würde ich sagen. Pirat des Clans Demon, gut. Nächste skellige Karte geholt. Ich glaube, ich mache echt mit den nördlichen Königreichen weiter, bis mein skellige Deck stärker ist. So, das Questen ist angesagt. Die Sache mit dem Kurator klingt lustig. Die Eier aus Granit. Hatte ich mir die nicht schon mal angeschaut? What is they call you? Gervant. That witcher's rather handsome. Disperse! The exhibition of the Reginald Dalton Monument will remain closed until further notice. Please disperse! The exhibition is closed! What's this about? Oh, let me to give me strength. I can't bear this, please. I believe I've been clear. No presentation today. Oh, wait. Are you not that famous witcher, Geralt of Rivia? I believe I have work for you. Saw your notice. Mentioned a monument. The matter is a delicate one, but mind you, I pay well. Alas, I can say no more at this stage. Interested? The statue. Just tell me, what's the problem? A picture's worth a thousand words. More, I dare say. Come with me. I'll show you. Here it is.
our pride and joy, Reginald Daubry. A giant among lovers. A poking, puncturing swordsman, and atop all that, an unrifled tiddler of harps and other organs. Mm-hmm. So what's wrong with it? How should I put this? It's lost its jewels. Somebody stole the testicles off a statue. No ordinary statue, mind you. The sole monument made using a cast of the great Reginald's own genitals. Certified and authenticated. Sprung directly from his loins, they grant all who stroke them unparalleled virility. All who buy a ticket, that is. Thus, you must retrieve those stones. Mm-hmm. Got my attention. Now tell me about this Reginald, all you know. There's so much to tell. Legend has it he and the architect Pharamond planned and laid out Beauclair. Impressed already. In particular, Reginald took great pains to devise escape routes for lovers caught with their pants down. Literally and metaphorically. He later made frequent use of them himself. Not out of fear, mind you, but to avoid having to kill his rivals in duels. Got any suspects? Considering the vast potency of Reginald's prized pouch, everyone's a suspect. Who would not want it for himself? Any idea when the theft took place? It must have been mere hours ago. I guided the last group through the exposition quite recently. Stones were very much in place. Need to look around. Might find a clue or two. Do what you must. As long as you return grasping Reginald's stones. Without them, Beauclair's entire tourist sector faces trying times. Trying times. Worry, Reginald, don't worry. You shall be home again soon. Saw marks are straight and clean. Precision castration, I'd call this. Dried bloodstain. It will all work out. It must. Ich weiß nicht, ich werde den Eindruck nicht los, als hätten hier beim Eldon 12-Jährige die Quests geschrieben, aber okay. Aha. Diamond saw blade. Perpetrator's tool. It will all work. It will all work out. It must. Abgeschlossen. You shall be whole again soon. Ah, hier ist noch was. It will all work out. It must. Piece of coat fabric caught on the nail. Heavy on cologne. Smell it'll lead me to the thief. Bin immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass sich das dann in was ziemlich Cooles auflöst. Weil es geht ja auch anders, haben wir bei der Vogelquest gesehen mit Vivienne. Eine sehr dünn die Geruchsspur hier. The Butcher of Bluffigan called to be the savior of Tucson. Interesting. Sie war's. Nee, war sie nicht. Witcher's rather handsome. Ja, wo ist jetzt die Spur hin? Ah, hier lang. Irgendwie habe ich heute einen Frosch im Hals, es tut mir leid. Knife.
Have you heard of such a thing? Hier warst du, oder? Oder bin ich verloren? Ist echt schlecht zu sehen. Fox Hollow. Folks say not a soul survived. You don't say. Banquets and wine are rather suited for knife. Pleasant mirth. Have you heard of such a thing? Da geht's nicht weiter. Da geht's. Ah nee, doch, hier geht's weiter. Wieso kann ich denn dann in das Haus reingehen? What is they call you? Gervant. Scent leads to this door. Da sind wir. Oh. Sorry to interrupt, I guess. This is not what it seems. Word of honor. I tripped, rolled, tumbled, and landed where she already lay. Psst! Hughes! That's not him! I swear, this is all an unfortunate coincidence, a series thereof. What? That's not my husband. You mean, not your husband? Who are you, and why are you in my home? Out, now, or I'll summon the guards! Watch your tone, Gramps. Just here to talk. I believe we have nothing to talk about. Oh, we do. We do. Just to kick things off, you're in great form for a man your age. I eat well, start the day with a glass of wine. That preserves a body wonderfully. Interesting. Might try it. Say, ever heard of Reginald Daubry, his statue? Everyone in the city's heard of it. Reginald's a paragon, a national hero. That's so. You seem well informed, Hughes. Maybe you know who stole Reginald's testicles. I can explain everything. This... Rosalinda! I know you're in there! You had that fancy pants of yours! Oh no, not him too. This really is not my day. Got you, you rogue! Prepare for a shelliking, skeleton! What the hell's this? Rosalinda! One, I could forgive you, but two at one time! Wait, got nothing to do with this. Take me for a fool! I'll teach you to fish in another man's pond! Got no time for this. Go home. Yes. That'll be best. I'm done here. I don't know you, but that would have gone horribly for me had you not intervened. I thank you for saving my skin. Mm-hmm. So... time to talk. Rosalinda, my dove, please allow us a moment. All right, I admit I stole the stones. And you will never believe it, but they work. Today, Rosalinda and I, well, three times and counting. Three times? Impressive. Isn't it? At my age? That's more than the entire last decade. All the same, you stole those stones and you gotta return them. Listen, perhaps we might strike a deal. Let me keep the stones. I'll pay you. Grant me this, I beg you. They've made me young again. Oh Gott. Nee, machen wir nicht, aber mitnehmen.
Jahr kommen. Perhaps I could lend them to you for one more day. What would you say to that? A day is three more romps at the least. You've a deal, sir. Die arme Frau, ey. Warte einen Tag, ja, dann hole ich sie mir wieder. Gut. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne mal wieder zu meinem Weingut zurückgucken. Ist jetzt gerade der Stillwasser. Schauen wir mal, wo der ist, weil der wäre auch noch offen. Ach, dann machen wir doch den noch schnell und dann fahren wir mal zum Weingut zurück. Und dann muss ich langsam mal anfangen, meine Großmeisterrüstung zu suchen. Und zwischendurch immer mal wieder Gwent einstreuen, denn da sind tatsächlich einige Matches noch offen, bis ich mein Skellige-Deck zusammen habe. Es passt schon irgendwie zusammen, sowohl diese bunte neue Welt als auch dieser bisschen witzigere, weniger düstere Ansatz bei den Quests, dass hier nicht immer alles Oberscheiße ist, so wie bei in Wellen zum Beispiel. Trotzdem ist es ein ganz schöner Bruch, aber man gewöhnt sich tatsächlich dran. So, jetzt speichern wir mal, weil der bestimmt auch nicht ganz einfach. Shall you face off against still waters? Shall you? Shall you? Ja. Like to know who I'm punching. This knight won't reveal his name or face. Won't say anything at all, not a word. Rein in your curiosity, sir. A knightly vow is no idle promise. Still waters shall conceal both face and crest until such time as one defeats him. So, will you fight or not? Ja, machen wir. Aber nicht mehr in dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.